Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache mir wieder tatsächlich nach einer sehr langen Zeit ein Meinungsvideo, weil ich habe heute etwas Persönliches mitbekommen. Und es geht nämlich in diesem Video um mal was ganz Neues. Es geht nämlich in diesem Meinungsvideo um den Schnellzug ICE. Genauer gesagt um die neueste Fahrzeuggeneration, den ICE 5. Richtig gehört. Und zwar möchte ich meine Meinung zu dem, Design machen. Weil ich habe nämlich gehört, zwei Hersteller sollen nämlich dafür in Frage kommen. Einmal nämlich Siemens, die bisher die bisherigen Züge gemacht haben. Aber auch Alstom, also den, glaube ich, französischen Hersteller, welcher auch den TGV hergestellt hat. So, natürlich zuallererst mal zeige ich euch mal hier die Bilder. Nehmen wir erstmal Siemens. Das ist der ICE von Siemens, also der neue ICE 5. Und ja, also man kann deutlich natürlich erkennen, dass das wirklich ein ICE ist. Ja. So. Jetzt zeige ich aber auch mal das von Alstom. Und ja. Vergleichen wir das mal miteinander. So, nach kurzer Recherche habe ich hier die drei Fahrzeuge gefunden. Das hier der ICE 1, ICE 3 und der ICE 4. So, jetzt vergleicht mal all diese hier mit dem da oder dem da. Also, ich bin ja ganz ehrlich. Deshalb, wenn man die alle vergleicht, hoffe ich, dass dieser hier gewinnen tut. Weil, stellt euch mal das so vor, ihr habt hier ICE 1, 2, 3 meine ich, 3, sorry, 3. ICE 3, nicht der 2. 2er ist, sieht genauso aus wie der erste, also der ICE 1, 3, 4 und dann 5. So passt es halt auch vom Design mäßig, weil ich finde, dass der Siemens Zug wirklich eher aussieht wie eine modernisierte Version des ICE 4, so ein bisschen. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn Alstom gewinnt, dann habt ihr hier wieder der ICE 1, 3, 4 und dann 5. Wobei ich halt finde, dass dieses Fahrzeug einfach nicht zu der Reihe passt. Weil, weiß nicht, das... Ich finde das Design auch nicht so